Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Am 4. Mai hat das Verwaltungsgerichtshof Mannheim die Mitfinanzierung von S21 der Stadt Stuttgart auf den Prüfstand gestellt. Es gibt verschiedene Stimmen, aber festzuhalten ist, so glaube ich, dass damit unter anderem das Instrument des Bürgerbegehrens gestärkt wurde. Denn alle Einwände der Stadt Stuttgart wurden zurückgewiesen. Die direkte Mitbeteiligung der Bürger zu S21 nämlich als unzulässig sah. Das heißt, die demokratische Mitbestimmung, die sich natürlich in unserem Protest unmittelbar ausdrückt, zieht somit zum Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgerichtshof nach Leipzig. Das heißt, wir bleiben stehen, denn überall dort, wo Unrecht geschieht, wird Widerstand zur Pflicht. Auf der Straße, jeden Montag und jetzt auch im Gerichtssaal. Unser Fachmann Dr. Eisenhardt von Löper vom Aktionsbündnis. Er wird zu den Analysen und Konsequenzen des Haarurteils zum zweiten Bürgerbegehren sprechen. Du hast das Wort. Ja, liebe Sina, du hast mir schon einiges vorweggenommen. Ihr wisst, wo es lang geht. Und ich begrüße euch sehr herzlich. Der Mannheimer Verwaltungsgerichtshof hat mit seinem Urteil vom 4. Mai einige von uns enttäuscht, weil er nicht die Verfassungswidrigkeit und Nichtigkeit der Projektverträge wegen der Mischfinanzierung von Stuttgart 21 festgestellt hat. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, wir gemeinsam haben doch sehr viel erreicht. Alle kleinkarierten kommunalrechtlichen Blockadeversuche der Stadt zu Frist und Form des Bürgerbegehrens wurden abgewiesen. Und das Wichtigste, die Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist zugelassen. Das Tor ist aufgestoßen. Damit fallen wir im Bilde gesehen nicht in ein schwarzes Loch, sondern wir gehen in die Verlängerung des Kampfes und auf die Zielgerade. So weit waren wir noch nie. Wir haben gut begründete Erfolgsaussicht, dass der Ausstieg der Stadt aus der Mitfinanzierung von Stuttgart 21 beim Bundesverwaltungsgericht wegen Nichtigkeit der Projektverträge gelingen wird. Übrigens, wenn das festgestellt wird, dass die Verträge nichtig sind, dann braucht es keinen Bürgerentscheid mehr. Dann ist der OB daran gebunden, die Verträge zu kündigen, nur zur Orientierung. Was heißt das Verbot der Mischfinanzierung? Bund, Länder und ihnen zugehörige Kommunen, also auch die Stadt Stuttgart, tragen je gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben. Hoheitsträger dürfen nicht käuflich sein für eine ihnen fremde Aufgabe und damit das solidarische und bundesstaatliche Zusammenleben preisgeben. Das gilt auch für das Bahnprojekt Stuttgart 21, wie Professor Meyer im November 2011 gutachtlich untermauert hat. Das brachten die Juristen zu Stuttgart 21 unter meiner Mitwirkung auf den Weg. Es gab auch drei empörende Momente. Das eine, der ehemalige OB Schuster. Beauftragte den zuvor gegen uns festgelegten Gutachter, Professor Dolde, zur Beeinflussung des Gemeinderats, der das Begehren nicht zuließ. Das Regierungspräsidium verschleppte das Verfahren, indem es
nahezu ein Jahr überhaupt nicht auf den eingelegten Widerspruch reagierte, sodass Untätigkeitsklage beim Verwaltungsgericht erhoben werden musste und das Verfahren zeitweise ausgesetzt war. Und als drittes, der grüne OB versäumte es, der Sprungrevision gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart zuzustimmen, worum ich ihn eindringlich zur Beschleunigung des Verfahrens ersucht hatte. Das Bundesverwaltungsgericht. Hätte er zugestimmt, hätte das Bundesverwaltungsgericht jetzt bereits entschieden. Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs bringt uns meilenweit voran. Alle formalen Fallstricke, wie die 6-Wochen-Frist für die Anfechtung von Gemeinderatsbeschlüssen, haben sich als unhaltbar falsch erwiesen. Der Vorrang der Verfassung macht eben verfassungswidrige Beschlüsse zunichte. Fälschlich hat uns die Stadt auch vorgeworfen, wir hätten dem Bürgerbegehren nicht die Verfassungswidrigkeit der Mischfinanzierung, wir hätten mit dem Bürgerbegehren nicht die Verfassungswidrigkeit der Mischfinanzierung feststellen und dafür werben dürfen. Reichlich absurd war ferner die Forderung der Stadt, wir hätten erst einmal im Wege der Nichtigkeitsfeststellungsklage hätte man die Projektverträge anfechten müssen, obwohl wir ja dazu gar nicht das Klagerecht gehabt hätten, sondern nur die Projektpartner. Unser Hauptbevollmächtigter Rechtsanwalt Hans-Georg Kluge, ehemals Oberverwaltungsrichter und Justizstaatssekretär AD, hatte auf 66 Seiten die Berufung hervorragend begründet. Mit Herrn Kollegen Bernhard Ludwig von den Juristen zu Stuttgart 21 und mit mir haben wir zuletzt noch intensiv ergänzt, so auch mit 28 Beweisanträgen, was das Gericht erfragt hatte und was wir für notwendig hielten. Letztlich, liebe Freundinnen und Freunde, sind wir beim Verwaltungsgerichtshof in vielen Sachfragen und vor allem mit der Zulassung der Revision durchgedrungen. Das Bürgerbegehren gegen die Mischfinanzierung war nicht mundtot zu machen. Die Verfassungswidrigkeit des Projekts ist jetzt allen Grabgesängen zum Trotz neu auf der Tagesordnung. Allerdings blieb der Verwaltungsgerichtshof beim Thema Mischfinanzierung argumentativ brüchig und widersprüchlich. Das möchte ich kurz umreißen. Er hat zwar der Höhe nach anerkannt, dass die Stadt neben dem Kaufpreis eine 500 Millionen Euro zur Mitfinanzierung von Stuttgart 21 leistet, bestehend aus 291 Millionen Euro laut Finanzierungsvertrag und 212 Millionen Euro aus dem deklarierten Zinsverzicht. Aber der VGH versäumte es, unsere Beweisanträge für mehr als doppelt so hohe unentgeltliche Leistungen einzubeziehen. Besonders widersprüchlich ist, der VGH hat zwar das grundlegende Verbot der Mischfinanzierung für die Bahn als verlängertem Arm des Staates ausdrücklich anerkannt, er hat dieses Verbot aber völlig entwertet, weil er es noch für angemessen erklärte, wenn die Stadt sich eine städtebauliche Chance zusätzlich zum Kaufpreis für die Grundstücke mit 500 Millionen Euro erkaufe. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, das Recht der Stadtentwicklung kann Stuttgart nicht außerhalb des Grundstückspreises käuflich ergattern. Die Planungshoheit der Stadt folgt allein aus der Verfassung, aus dem Gesetz und aus dem Grundstückserwerb.
Der VEH stützt sich dagegen auf eine städtische Berechnung. Bis 2035 würden die durch die Bebauung auf dem Gleisvorfeld zu erwartenden Einwohnerzahlen und der Finanzausgleich steuerliche Einnahmeeffekte von 300 Millionen Euro und durch die Bebauung bisher getrennter Stadtteile der Höhe nach nicht berechenbare kommunale Vorteile entstehen. Das sind aber ausschließlich Reflexwirkungen des Grundstückserwerbs, der deshalb nicht doppelt und dreifach abgegolten werden darf, andernfalls das Verfassungsverbot der Mischfinanzierung in krassem Maße missachtet wird. Die Fakten belegen es, und wir wissen es, dass Stuttgart 21 von Stadt, Land, Flughafen und Region deshalb milliardenschwer querfinanziert wurde, um das unsägliche Projekt für die Bahn wirtschaftlich attraktiv zu machen. Das war der einzige Grund. Die Revision gegen das VEH-Urteil ist also aussichtsreich. Innerhalb von 2 Monaten werden wir die Begründung einreichen. Bitte helft dafür mit durch Spenden auf den Unterstützungsfonds für Rechtsbehelfe gegen Stuttgart 21 oder auf das neue Konto des Aktionsbündnisses, das ihr am AB-Stand findet. Zum Schluss nur kurz, auch an anderen Baustellen gilt es weiter gegen S21 einzuwirken. Dafür eignen sich besonders der ungenehmigte Filterabschnitt. Unsere Einwände gegen die grundrechtswidrige Gefährdung von Leib und Leben der Bahnreisenden durch 6-fach überhöhte Gleisneigung, durch den fehlenden Brandschutz und die unzumutbare verfassungswidrige Bahnhofsverkleinerung. Die schwerwiegende wirtschaftliche und planerische Schieflage des Projekts gilt es, auch dem teilweise neuen Bahnaufsichtsrat neu bewusst zu machen. Schließlich bleibt es für uns als demokratische Bewegung untragbar, dass die Kanzlerin den Weiterbau von Stuttgart 21 im Bahnaufsichtsrat illegal herbeigeführt hat. Verloren, indem sie die genannten Verfassungsbrüche ermöglicht. Es sind viele Gründe, die unseren Widerstand auf allen Ebenen legitimieren. Ich danke euch für euren vielfältigen Einsatz. Vielen Dank, Dr. Eisenhardt von Lippa. Thank you.
Danke an Lenkungskreis Jazz. Für eine tolle Musik, auch zum tollen Wetter passend. Ja. Nun zu unserer zweiten Rednerin. Sie ist nicht nur für mich persönlich wirklich eine langjährige und wertvolle Weggefährtin, sondern Sabine Leidig ist immer auch dort zu finden, wenn es um Gerechtigkeit, Wahrung von Grundrechten und Demokratie geht. Dass sie als Bundestagsabgeordnete von Beginn an eine bekennende S21-Gegnerin ist, zeigt sie in ihrer Funktion als verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion der Linken im Bundestag. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, tatsächlich am vergangenen Mittwoch hat der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages eine öffentliche Anhörung zu den Mängeln des Projektes Stuttgart 21 durchgeführt. Einige waren da, etwa 35 Leute. Die Tribüne in diesem kleinen Anhörungssaal war überfüllt. Der CDU-CSU-verkehrspolitische Sprecher Lange, ein kurzer, böser Mensch, hat verhindert, dass diese Anhörung aufgezeichnet und ins Netz gestellt wird. So viel zum Thema Transparenz. Aber diese Anhörung musste nun eben durchgeführt werden, weil die Opposition das Recht hat, eine solche Anhörung zu veranlassen. Und alleine die Tatsache, dass es den Großkoalitionären aus CDU, CSU und SPD nicht vergönnt war, einfach den großen Verschweigeteppich über diesen Sündenfall zu breiten, das alleine, finde ich, war schon gar nicht schlecht. Ja. Diese Regierungsmehrheit, diese hier und die auf Bundesebene und diese hier, glaube ich, auch, versündigt sich am Allgemeinwohl, versündigt sich an der Demokratie und am gesunden Menschenverstand. Aber zum Glück sorgt ihr mit eurem unablässigen Protest dafür, dass es eben keinen Schwamm drüber gibt. Dafür will ich mich ausdrücklich bedanken. Ohne das Aktionsbündnis, die Parkschützer, die vielen Aktiven gegen Stuttgart 21, ohne die unzähligen Veranstaltungen, Aktionen und Fachleute, ohne die unermüdlichen Mahnwachen und die Montagsdemos könnte auch die Opposition in den Parlamenten nichts, noch viel weniger bewirken. Deshalb vielen Dank, dass ihr da seid. Gemeinsam mit Matthias Gastel, dem verkehrspolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag, habe ich mit meinem Büroteam zusammen einen Antrag auf die Beine gestellt. Das Aktionsbündnis hat uns dabei unterstützt. Wir konnten keinen Untersuchungsausschuss anstrengen, weil die Bedingungen dafür so kompliziert sind. Wir hätten nicht das Heft in der Hand in einer solchen Veranstaltung und die Regierungsmehrheit könnte uns mit allen möglichen Sachen zupflastern und wir würden, das ist eigentlich das Schwierigste, die Bahn nicht zwingen können, ihre internen Informationen preiszugeben. Diese verrückte Situation, dass das größte öffentliche Unternehmen in diesem Land wie ein Staatsgeheimnis behandelt wird und vor der Kontrolle des Parlaments und vor der Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger verschont wird, das ist ein demokratischer Skandal allererster Güte. Nun aber zur Anhörung. Das ist eine sehr steife Angelegenheit mit festen Regeln. Und wir, also die Grünen und die Linke, konnten jeweils einen Sachverständigen benennen. Die CDU, CSU 3. Und die SPD 2. Also das Verhältnis war 5:2. Für uns waren Matthias Lieb vom VCD Bad Württemberg da und Arno Luik, der für seine Recherchen zu Stuttgart 21 einen wichtigen Journalistenpreis bekommen hat. Und Arno Luik hat auch
unmittelbar vor der Anhörung noch mal einen sehr kritischen Artikel im Stern veröffentlicht, also in einem bundesweiten Medium. Und auf diesen Artikel hat es in der Online-Debatte sehr, sehr viel Zuspruch und Diskussionsbeiträge gegeben. Also das Thema ist überhaupt nicht so tot, wie es die Herrschenden in dieser Politik immer behaupten. Es ist Leben drin und das ist auch gut so. Beide Sachverständigen haben wirklich sehr, sehr gute und gehaltvolle Stellungnahmen vorgelegt. Und bereits einige Tage vorher konnte man seitenweise lesen, welche Probleme und welche unverantwortlichen Planungsmängel dieses Projekt hat. Spätestens jetzt müssen es die Bundestagsabgeordneten zumindest im Verkehrsausschuss wissen, dass Stuttgart 21, wenn es jemals wirklich gebaut wird, ein Schadbahnhof der ganz besonderen Art sein wird. In Frage der Leistung, der Sicherheit, des Brandschutzes, des Komforts für die Reisenden, der ständig steigenden Kosten und der Unwirtschaftlichkeit. Und allerspätestens an der Stelle ist der Bund als Eigentümer der Deutschen Bahn eigentlich am Zug. Immerhin hat der frühere verkehrspolitische Sprecher Uwe Beckmeyer, der heute als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium bei Gabriel arbeitet, vor kurzem bei einer Tagung der IG Metall mit dem Verband der deutschen Bahnindustrie festgestellt, ich zitiere, bei Stuttgart 21 wird eine Unmenge Geld eingesetzt für ein Projekt, das einen Kosten-Nutzen-Faktor unter 1 hat, also negativ ist. Dieses Geld fehlt beim Ausbau der Bahnstrecken von Häfen in Norddeutschland. Da fehlt es, aber natürlich nicht nur da. Im Klartext, Stuttgart 21 kannibalisiert viele, viele andere wichtige und sinnvolle verkehrspolitische Maßnahmen bundesweit. Das ist in Zeiten von leeren öffentlichen Kassen überhaupt nicht zu rechtfertigen. Überall rennen sie herum und schreien, dass die Brücken und die Autobahnen im ganzen Land marode sind. Es fehlt an Geld, um die Schieneninfrastruktur instand zu halten. Überall wird auf Substanz gelebt. Aber Milliarden sollen in dieses irrwitzige, unnütze Großprojekt versenkt werden. Das ist unerträglich. Arno Luik und Matthias Lieb haben mehrere K.O.-Argumente vorgetragen, von denen jedes einzelne Grund genug wäre, unverzüglich aus diesem Projekt auszusteigen. Die Kosten sind das eine. Das andere ist der dramatische Rückbau der Leistungsfähigkeit. Ein Rückbau, den eine Region wie Stuttgart unmöglich verkraften kann. Es wird ein struktureller Engpass für den öffentlichen Schienenverkehr geschaffen. Zweitens oder drittens, es gibt nach wie vor keinen genügenden und keinen zeitgemäßen Brandschutz. Drittens oder viertens oder fünftens, die unterirdischen Anlagen sind völlig unterdimensioniert. Es wird ein schreckliches Gewimmel geben für die Reisenden, die dort ankommen und abfahren. Es wird große Gefahren geben und es wird auf jeden Fall viel, viel schlechter. Für mindestens 7 Milliarden Euro. Und schließlich, davon hat Eisenhard von Löper gerade schon gesprochen, die gefährliche Neigung der Gleise, die dort geplant ist, birgt eine permanente Gefahr. Dieses Projekt wäre tatsächlich sofort zu stoppen, wenn es bei den Verantwortlichen, bei der Bahn und in der Politik um Vernunft ginge, um sachliches Kalkül. Was nutzt es? Was kostet es? Wie hoch sind die Risiken? Aber die Hoffnung auf Vernunft in Sachen Stuttgart 21 haben wir, glaube ich, alle aufgegeben inzwischen. Es geht bei diesem Projekt, da bin ich mehr und mehr davon überzeugt, vor allem und vielleicht einzig und allein um eine politische Machtdemonstration. Ja.
Das ist so spätestens, seit die Bundeskanzlerin Merkel vor 2 Jahren behauptet hat, von der Fertigstellung dieses Tiefbahnhofes würde die Zukunftsfähigkeit Deutschlands oder sogar Europas abhängen. Wenn es so aussieht mit der Zukunft Deutschlands oder Europas, dass ein Juwel schwäbischer Ingenieurskunst zerstört wird, dass ein außerordentlich leistungsfähiger Kopfbahnhof zertrümmert wird, dass Geld in ungeahnter Größenordnung verschwendet wird, dann dürfen wir uns mit dieser Zukunft nicht abfinden. Diese Zukunft wollen wir nicht. Tatsächlich steht mit Stuttgart 21, glaube ich, auch die Machtgewissheit der politisch Verantwortlichen auf dem Spiel. Deshalb pokern sie so hoch und deshalb ist ihnen keine Milliarde zu viel. Ich will noch über die Anhörung ein paar Takte sagen. Die Sachverständigen, die dort von den Regierungsparteien eingeladen waren, waren 4 hochbezahlte Bahnmanager, allen voran der Käfer. Und ein Professor Martin, Direktor des Eisenbahninstitutes. Und was mich wirklich empört hat, war, dass keiner dieser Herren eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt hat. Wir hatten in unserem Antrag sehr konkret Probleme und ungeklärte Fragen aufgeworfen und beschrieben, was die großen Fragezeichen und die großen Risiken sind. Aber nichts. Keine Zeile haben sie zu Papier gebracht, zur Vorbereitung oder um Stellung zu beziehen. Wenn ich Arbeitgeber dieser Herren gewesen wäre, sie hätten mindestens eine Abmahnung kassiert, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, ich hätte sie schon längst entlassen. Dummerweise scheinen aber Käfer und Co. sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. Sie haben offenbar volle Rückendeckung aus dem Kanzleramt, im Verkehrsministerium, ich weiß es nicht. Und die Abgeordneten, die da sitzen, die wirken wie diese besagten Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Das finde ich eigentlich wirklich beängstigend, wie das Machtwort einer Kanzlerin ein demokratisch gewähltes Parlament in die Schockstarre treibt, sodass sie nicht mehr in der Lage sind, ihren eigenen Verstand zu benutzen, wenigstens einige Fragen zu stellen, wenigstens einige Papiere zu lesen. Nichts. Es gab eine ganz zaghafte Frage nach dem Brandschutz aus den Reihen der CDU, aber alles in bester Ordnung, sagt Käfer und der Brandschutzbeauftragte. Das Eisenbahnbundesamt hat genehmigt, hat viele Sondergenehmigungen erteilt. Die Sondergenehmigungen vom Eisenbahnbundesamt laufen wie geschmiert. Für die verrücktesten Dinge. Eine solche Institution ist doch nicht unabhängig. Auch das müsste die Abgeordneten aufschrecken. Wir haben die Verantwortung dafür, dass Institutionen, die der Bund organisiert, nicht gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen lassen. Wir haben dafür zu sorgen, dass sie ihrer Verantwortung nachkommen und nicht Genehmigungen erteilen, die völlig hanebüchen sind und die über die Vorschriften, die an den Vorschriften komplett vorbeigehen. An der Stelle lief auch in der Anhörung alles, nicht alles total glatt, weil diese Frage nach der Gleisneigung
doch eine ist, die zumindest den Herrn Martin zum Nachdenken gebracht hat. Also zumindest hat er so getan und ich glaube, man muss dem Nachdenken noch nachhelfen. Denn die Vorstellung, dass auf die Länge eines ICE-Zuges das Gleis um 6,2 Meter abfällt, das ist ein zweistöckiges Wohnhaus ungefähr, ist schon beängstigend. Und wenn man weiß, dass alleine am Bahnhof Köln, das ist ein Bahnhof, das ist der einzige Stadtbahnhof, der geneigte Gleise hat in der Republik, allerdings nicht 15 Promille, wie es in Stuttgart der Fall sein soll, sondern nur ungefähr 4 Promille. Da sind alleine von 2010 bis 2014 17 Unfälle mit wegrollenden Zügen geschehen, teils mit Verletzten. Und auf diese Anmerkung hin meinte der Herr Käfer, was ich wirklich unsäglich finde, dass ja überhaupt nicht klar sei, was die Ursache für dieses Wegrollen gewesen sei und man müsse das untersuchen. Ja, natürlich muss man das untersuchen. Die Bahn muss diese Unfälle in ihrem eigenen Bahnhof so gründlich untersuchen und zwar bevor sie Pläne macht, die Gleise noch stärker zu neigen. Der Käfer ist dafür verantwortlich. Weil ich mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt hatte und das Aktionsbündnis hat am Nachmittag nach dieser zweistündigen Anhörung im Parlament eine außerparlamentarische Vertiefung angeboten. Ich habe das sehr gerne angenommen, mein Kollege Matthias Gastel auch, kein anderer Bundestagsabgeordneter hat sich weiter dafür interessiert, schade. Hat der Herr Andersen, der Experte, diese Gleisneigungsfrage nochmal ausgeführt. Ich bin ziemlich sicher, dass wir da dranbleiben können, auch parlamentarisch noch etwas dazu unternehmen. Eine kleine Geschichte noch aus der Anhörung. Arno Luik hat, finde ich, sehr berührend davon gesprochen, dass seine schwerbehinderte Schwester, die inzwischen verstorben ist, immer wenn sie nach Stuttgart kam, mit ihrem Rollstuhl am Bahnhof ankam, sehr froh darüber war, dass sie ebenerdig durch den Nordausgang in die Stadt rollen konnte. Darauf meldete sich eine Abgeordnete, Frau Savade, Annette Savade, SPD aus Baden-Württemberg, und behauptete allen Ernstes, es sei Unsinn. Heute müsse man unterirdisch in die Stadt und erst mit Stuttgart 21 würde der ebenerdige Zugang zur Stadt möglich werden. Man könnte drüber lachen, wenn es nicht so zum Heulen wäre, aber man könnte auch sagen, Hohenlohe-Kreis, Teil der Ahnungslosen, aber in Wirklichkeit sieht man an dieser Stelle, wie die Propaganda wirkt, die von den Projektbefürwortern in die Lande gepfiffen wird und die sind das Lügenpack. Da habt ihr völlig recht. Die alle ihre Söhne verkauft. Liebe Freundinnen und Freunde, im politischen Berlin, bei den Regierenden, bei den Managern im Bahntower, habe ich das Gefühl, Stuttgart 21 ist bloß noch lästig. Da herrscht die Devise Augen zu und durch. Und viele, vielleicht auch die Mehrheit in dieser Stadt,
scheint sich damit arrangiert zu haben, dass das Gesicht dieser Stadt malträtiert wird, wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Dass denkmalgeschützte Bauten zerstört werden und Parks durchwühlt. Ich glaube, dass bei vielen stille Verzweiflung und Wut, unterdrückte Wut vorherrscht. Und die Dimension, die dieses Projekt Stuttgart 21 hat, übersteigt eigentlich zu Recht die Vorstellungskraft der allermeisten Menschen, vor allem außerhalb von Stuttgart. Im Vergleich zum Turmbau zu Babel erscheint dieses Projekt ja, der Turmbau zu Babel erscheint im Vergleich zu diesem Projekt eher wie eine Kleinigkeit. Und auch der ist gescheitert. Ich glaube, dass Stuttgart 21 ein Synonym ist, inzwischen eine Chiffre, ein Wort für den allseits so beklagten Politikverdruss. Aber diesen Politikverdruss, den machen die Verantwortlichen, indem sie zulassen, dass die Bürgerinnen und Bürger an der Nase herumgeführt werden, indem sie zulassen, dass man bei Fehlern nicht einlenken kann, indem sie zulassen, dass das Fachwissen unter den Teppich gekehrt wird, indem sie zulassen, dass Versprechungen gebrochen werden und einfach weitermachen wie zuvor. Damit organisieren sie Politikverdruss. Damit bringen sie diese demokratische Gesellschaft in Gefahr. Aber ich bin und bleibe optimistisch und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass noch längst nicht aller Tage Abend ist bei dieser Geschichte hier und bei anderen Geschichten auch nicht. Denn auf der anderen Seite seid ihr da, diejenigen, die zu Tausenden seit mehr als 5 Jahren Montag fürs Obenbleiben demonstrieren. Das ist europaweit ziemlich einmalig, die Dauer, die Kreativität und der Sachverstand dieser Protestgemeinde. Es kommt mir so vor, als wenn ihr sozusagen die Hüter der Glut seid. Eine Glut, die hier in Stuttgart, aber auch anderswo glimmt. Und es kann sehr gut sein, dass der eine oder andere kleine oder auch größere Windstoß die Flammen entfachen kann. Ich will 2 Gedanken mit euch teilen darüber, woher vielleicht ein solcher Wind kommen kann. Die erste Idee ist ziemlich naheliegend. Im nächsten Jahr sind hier in Baden-Württemberg schon wieder Landtagswahlen. Und es ist ja durchaus möglich und es wäre auch nötig, dass dieses Schadbahnhofprojekt im ganzen Land zum Thema gemacht wird. Alle Kandidatinnen und Kandidaten müssten in Wahlprüfsteinen ihr Wissen über Stuttgart 21 unter Beweis stellen. Alle müssten zum gesprengten Kostendeckel Stellung nehmen. Alle müssten die Folgen für den Bahnverkehr und für den öffentlichen Nahverkehr benennen. Und wir, also ihr und alle, die mit euch sind, können eine schlüssige Ausstiegsalternative, eine Ausstiegsvariante mitsamt dem renovierten Kopfbahnhof ins Spiel bringen. Das wäre eine sozial-ökologische Alternative. Man würde sehr viel Geld sparen, man würde vernünftige Bahnstrukturen ermöglichen für mehr ÖPNV und weniger Autoverkehr in dieser geplagten Stadt. Und es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich bemerkenswert finde. Meine Partei, die Linke, steht ja weiterhin klar gegen Stuttgart 21 und hat gute Chancen, dieses Mal in den Landtag hineinzukommen. Und davor haben alle ein bisschen Angst, mehr oder weniger.
Es wäre ja ein kleiner Gegenwind gegen die etablierten Machtstrukturen. Und ich kann nur darum bitten, alle, die ihr Kreuz machen werden, gehen Sie dieses Risiko ein. Es ist klein. Man kann mal die Linke wählen und kann mal gucken, ob sich was verändert. Die zweite Luftveränderung, die ich bemerke, ist mehr sowas wie eine Grundströmung, die sich in der Bevölkerung breit macht. Es gibt eine Studie Umweltbewusstsein in Deutschland. Das Umweltbundesamt macht repräsentative Befragungen seit vielen Jahren und sie beobachten, wie sich in der Bevölkerung das Verhältnis zur Umwelt entwickelt und verändert. Und da gibt es ein paar interessante Neuerungen, die im letzten Jahr zutage getreten sind. Erstens, der Verdruss über den Autoverkehr wird immer größer. Und inzwischen wünschen sich über 80% der Erwachsenen und über 90% der Jugendlichen unter 18, dass man in den Städten nicht mehr aufs Auto angewiesen ist und dass die Städte autofreier werden. Ich glaube, darin drückt sich etwas Neues aus. In dem Autoland Deutschland, wo man immer behauptet hat, ohne Auto geht hier gar nichts, teilen die Leute die Empfindung, dass da etwas nervt, dass es laut ist, dass es Krach macht und dass es eigentlich so nicht weitergehen kann wegen dem Öl, dem Klimawandel, den ganzen Ressourcen, die verschwendet werden. Zweitens steigt der Anteil derjenigen, die bezweifeln, dass mit Wachstum die Probleme gelöst werden können und stattdessen lieber auf den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft setzen. Das finde ich auch bemerkenswert. Ganz viele sind gar nicht mehr der Meinung, dass man die Umwelt schützen muss als etwas, was sozusagen außerhalb von uns ist, sondern dass wir Teil dieses Systems sind und dass es darum geht, die sozialen Verhältnisse zu verändern, weil man sonst gar nicht ökologisch leben kann. Und zu den sozialen Verhältnissen gehören natürlich auch die Machtverhältnisse in diesem Land. Solange sich ein Bahnmanagement und eine Kanzlerin über die sozialen und ökologischen Bedürfnisse einer Stadt hinwegsetzen kann, lassen sich solche Veränderungen nicht durchsetzen. Und deshalb ist es auch eine politische Frage, wie man Klimaschutz organisiert. Und schließlich spricht sich die Mehrheit der Befragten für ein nachhaltiges und ressourcensparendes Wirtschaften aus. Und Ressourcen werden ja nun wirklich nicht gespart bei diesem Bahnhof. Also, daraus lässt sich sicher noch kein politischer Durchbruch ableiten, aber es ist zumindest ein Hoffnungsschimmer dafür, dass ökologische Alternativen auch Zuspruch finden und dass Stuttgart 21 noch beerdigt werden kann. Denn manchmal tut sich sehr viel und Unerwartetes in ganz kurzer Zeit. Ich finde jedenfalls, es gibt gute Gründe, nicht aufzugeben. Und zum Schluss sozusagen als PS, Postskriptum nach dieser Rede, will ich anfügen, dass ich mit großer Teilnahme die Veränderungen beobachte und mich da auch einmische, die es in Griechenland gegeben hat. Denn auch dort schienen die Verhältnisse über 30 Jahre wie zementiert. Und diese kleine Partei Syriza hatte vor 5 Jahren ungefähr 5%. Heute ist sie Regierungspartei. Und heute stellt diese Regierung in Griechenland für ganz Europa dar, dass es eine Alternative geben kann zum Spardiktat, eine Alternative zur Privatisierung von öffentlichem Eigentum, eine Alternative zu unsinnigen Großprojekten. Sind die Schäubles und
alle, wie sie alle heißen, die Regierungschefs der Länder, der EU-Staaten so erbittert darauf erpicht, diese Regierung fertig zu machen. Weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Und deshalb glaube ich, dass es vielleicht auch für uns ein Hoffnungsschimmer sein kann und auch eine Art Verbindung mit diesem neuen Impuls hinter die Kulissen bei diesem Griechenland-Machtpoker zu gucken. So wie ihr es hier in Stuttgart immer zumacht. Ihr schaut hinter die Kulissen, ihr lasst euch nicht von den Medien und von den Bürgermeistern und von den Ministerpräsidenten ein X für ein U vormachen. Und ich möchte euch einladen, in Griechenland, mit Griechenland genauso zu verfahren. Es gibt eine schöne Zeitung, Winfried Wolf, den einige hier auch kennen, ist der Chefredakteur. Faktencheck Hellas heißt die. Da haben wir zusammengetragen, wie man eben sozusagen hinter die Kulissen gucken kann. Und vielleicht könnt ihr dazu beitragen, diesen frischen Wind zu unterstützen und verbunden mit der Hoffnung, dass dieser frische Wind auch hier irgendwann keinen Bogen um den Bahnhof macht. Herzlichen Dank. Danke, Sabine. Gut. Sehr gut. Hat dir denn geholfen? Nein, allein. Der Albrecht hat den Goldsack gemacht. Aha. Schön. Aber für die Idee müsste er auch mal. Überlegst du dir das oder was? Wer ist denn das? Der Juli. Ach, das ist der Juli. Gut. Die Kirchen sind auch wild, wie heißt das? Was heißt das? Gut. Ja? Komm sofort. Der letzte Abend in der Münze. Ich sitze ja niemand hier.